Hallo ihr Lieben, heute wieder Neues aus der Werkstatt. Genau, und wir sind wieder mit unserem E-Fuels Golf unterwegs. Haben wir ja schon mehrere Videos gedreht, haben wir direkt hier oben mal verlinkt. Wenn ihr Bock habt, schaut da mal rein. Ja, und heute ist ein besonderer Tag. Heute werden wir nämlich ein bisschen politisch. Genau, wir kriegen Besuch aus dem Europaparlament. Genau. Und zwar kommt ein Europaparlamentsabgeordneter zu uns in die Werkstatt, der sich mit diesem Thema von E-Fuels innerhalb Europa beschäftigt. Und den können wir Fragen stellen. Dann fragen wir einfach mal, wie so der Stand der Dinge ist. Wie es um unsere Zukunft geht mit unseren Verbrennern. Können wir sie verschrotten, wenn die da oben mal fertig sind? Da, wir sind gespannt, was da kommt. Was natürlich das Riesenproblem ist, wenn wir alle die Verbrenner loswerden, wie sollen wir uns das leisten können? Und. Ja. Viele Fragen. Und noch als Highlight, wir haben den Bundesinnungsmeister heute da bei uns, den Detlef Grün. Mit dem sind wir sehr grün. Den mögen wir echt leiden. Der ist ja ein Mann aus der Werkstatt und ein Schrauber. Und mit dem der ist zusammen, einer wie wir. Genau, und mit dem zusammen werden wir hier bei dem Golf mal die Ventile endoskopieren, um zu gucken, wie das da mit der Verkokung aussieht. Ob das genauso aussieht wie bei einem anderen Auto, was keine E-Fuels fährt, oder ob es sauberer ist oder ob es gar verschmutzter ist. Wir werden sehen, wir schrauben eine Kerze raus und gucken uns dann ein Ventil an. Genau, und vor allen Dingen haben wir noch ein Vergleichsauto mit dem Vergleichsmotor und da gucken wir mal einfach den Unterschied. Ich bin gespannt. Komm, ab in die Werkstatt und gucken mal, ob die schon da sind. Ja. So, und da sind wir hier und da haben wir Besuch aus Europa, aus dem Europäischen Parlament, Jens Giesecke. Vielen Dank, dass wir vorbeigekommen sind hier in unseren Gefilden. Politik pur. Ja, danke für die Einladung. Ich bin gerne nach Köln gekommen. Ist ja noch nicht so weit von Brüssel, ne? 200 Kilometer. Kurz mit meinem Verbrenner hierher gefahren, mit meinem Diesel. Aber ich will das Thema nicht vorwegnehmen. Ich bin seit 2014 im Europäischen Parlament, jetzt in der zweiten Legislatur, bin stellvertretender Vorsitzender des Verkehrsausschusses und habe mich in den letzten Jahren sehr intensiv mit der Frage CO2-Gesetzgebung, Stichwort Verbrennerverbot, beschäftigt. Und um solche Fragen, E-Fuels, Technologieoffenheit, wird es ja auch heute gehen. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Das ist ja für uns eine Ehre. Ne? Und links neben mir Detlef Grün, Bundesinnungsmeister. Herzlich willkommen. Ja. Du warst ja schon mal bei uns und wir haben ja schon mal einen kleinen Bericht abgegeben. Und wir freuen uns, dass ihr zwei hier seid und wir heute richtig was bewirken können. Ja, ihr kennt ja unser Format. Unser Format ist ja eher Schrauben, Schrauben, Schrauben. Aber ohne die Politik sind wir natürlich hier unten bei der Schrauberei. Und da, ich will mal so sagen, da, wo die Kohle verdient wird, da, wo wir die Steuern zahlen, ohne Politik sind wir natürlich am Ende. Deswegen unsere große Frage, wo geht's hin? Wie sieht's in Europa aus? Was sagt die Politik in Europa zu E-Fuels? Und in welche Richtung läuft das Ganze? Also ich will vielleicht einmal den Rahmen setzen. Wir haben ja in Brüssel Klimaschutzgesetzgebung, das heißt Fit for 55. Da machen wir verschiedene Gesetzesvorschläge. Und einer davon befasst sich eben mit der Frage Flottenregulierung, das heißt CO2-Reduktion beim Pkw. Und die Kommission... Was heißt denn genau dieses Flottenregulierung? Das sind alle PKWs und leichten Nutzfahrzeuge, die dann bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten dürfen ab dem Jahr 2035. Also im Prinzip alles das, was rumfährt. Alles das, was so rumfährt, genau, okay, auf der Straße. Und die EU-Kommission hat jetzt einen Vorschlag gemacht im letzten Jahr, 100% Reduktion CO2 bis 2035. Und am Ende wissen Sie besser als ich, das kann dann ja nur elektrisch funktionieren, weil wir, ich sag mal, nur am Auspuff messen. Das Elektroauto hat am Auspuff keine Emissionen. Das heißt, alles, was mit Verbrennungsmotoren zusammenhängt, wird dann ab 2035 nicht mehr zugelassen. Das wird gesetzlich verboten und das ist ein Punkt, mit dem ich große Probleme habe, weil ich offen gestanden nicht in die Politik gegangen bin, um Dinge zu verbieten, sondern ich möchte eher, dass Dinge ermöglicht werden, dass Optionen geprüft werden und dass es einen Wettbewerb gibt. Weil sonst am Ende des Tages glaube ich, dass wenn wir hier in diese Werkstatt gucken im Jahr 2035, dann wird hier erheblich weniger Arbeit sein. Die Elektrofahrzeuge, das wissen Sie sehr gut, die sind sehr einfach in der Handhabung, die werden eingesetzt. Da kann ein bisschen gewartet werden, aber am Verbrennungsmotor hängt natürlich sehr viel Wertschöpfung, ist sehr arbeitsintensiv und das wird uns ab 2035 dann komplett fehlen. Okay, das ist jetzt der Bereich jetzt bei uns in der Werkstatt. Klar, da sehen wir mal, wie es bis dahin ist. Wir werden uns natürlich auch breiter aufstellen müssen hier in der Werkstatt. Das heißt, wir werden auch eine Elektroabteilung hier haben, wir werden vielleicht eine Wasserstoffabteilung haben und wir werden vielleicht auch noch weiter Verbrenner haben. Also 2035 heißt ja erstmal, dass dann keine Fahrzeuge in der Neuzulassung
Zulassung verkauft werden dürfen. Also genau. Nicht mehr neu zugelassen werden. Genau. Das Verbot gilt ab 2035. Das heißt natürlich, dass wir für die Bestandsflotte, bis dahin werden wir sehr viele Fahrzeuge noch auf der Straße haben. Allein in Deutschland fast 50 Millionen Fahrzeuge. Und die können natürlich auch weiterhin mit dem Verbrenner betrieben werden. Und möglicherweise, darum wird es ja auch gehen, die Frage E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe, die auch CO2-neutral sind, dass wir die auch am Ende möglich machen. Das ist im politischen Prozess so gewesen, dass wir in Brüssel als Europäische Volkspartei haben wir sehr gekämpft für eine Technologieneutralität, was auch gut so ist. Und da auch die E-Fuels sozusagen in die Anrechnung zu bringen, wenn sie nachweisen, dass sie CO2-neutral sind. Leider, und das gehört zur Wahrheit dazu, habe ich diese entscheidende Abstimmung im Parlament verloren um 13 Stimmen. Also wenn 13 anders gestimmt hätten, von 705 Abgeordneten, ja, hätten wir heute eine andere Ausgangslage. Und jetzt sind wir an dem Punkt in Brüssel, dass die Unterhändler, so heißt das, Kommission, Parlament, Rat, vor 14 Tagen beschlossen haben, dass wir dieses Verbrennerverbot exekutieren. Das heißt, keine Technologieneutralität, keine Chance für E-Fuels. Und das ist ein sehr einseitiger Ansatz und wird am Ende uns, glaube ich, nicht nach vorne bringen. Weil bei der Frage, wo stehen wir im Wettbewerb? Also nein, keine E-Fuels, das ist ja total Banane. Ich meine, wenn wir 2035 haben wir die ganzen Fahrzeuge hier noch. So, und wenn wir auch jetzt, wenn ihr das doch nicht schafft oder die Kollegen es nicht schaffen, das politisch nach vorne zu bringen, wird es keine Investitionen geben in die Richtung, nicht richtig nach vorne geschoben. Und 2035 werden ja diese ganzen Autos weiterfahren. Also bis 31.12. oder bis Dezember wurde das Auto, was ich da gekauft habe, 34, das fahre ich ja dann nochmal 12 Jahre. Und wenn wir das Thema E-Fuels doch jetzt nach vorne bringen, könnten wir doch dann jetzt ohne gegen E-Mobilität oder gegen Wasserstoff, auf gar keinen Fall. Nein, das ist ja, was wir auch die ganze Zeit propagieren, dass wir breit aufgestellt sein wollen. Wir können Wasserstoff machen, wir können E-Fuels machen, wir können Elektrik machen, aber wir müssen von all dem was aussuchen, was für uns am besten passt. Wir machen nicht umsonst, ist die Industrie unterwegs nach Patagonien und baut da gerade ein Riesenwerk, um Wasserstoff bzw. E-Fuels zu produzieren. Ja, und wenn ist ja, irgendwo ist ja was denn bei den Hinterköpfen. Ja, aber diese Investitionen müssen ja getätigt werden. Es kann ja nur getätigt werden, wenn die Politik einen gewissen Rahmen gibt. Dann ja, gibt es auch Investoren, die da reindrücken. Und dann können wir 2035 die ganze Flotte, die dann noch da ist, doch erstmal viele weitere Jahre, also was, wie lange hält so ein Auto? Sagen wir nochmal 10 bis 13 Jahre. Aber diese 13 Jahre für das Auto, was ich 2034 gekauft habe, die kann ich doch CO2-neutral fahren, wenn wir E-Fuels haben. Ja, und da lege ich jetzt noch einen drauf. Wir reden E-Fuels 2035. Wir haben hier unseren Golf stehen, den wir seit über einem halben Jahr, sage ich mal, CO2-neutral mit E-Fuels betreiben. Also durch E-Fuel haben wir die Möglichkeit, schon ab morgen Fahrzeuge CO2-neutral zu betreiben. Also da muss auch bedacht werden. Wir müssen eben immer nur schauen, was kommt in der Zukunft. Sondern wir können hier schon direkt zugreifen und sagen, wir können ab morgen, wenn wir möchten, einen ganz normalen, handelsüblichen Verbrenner, ob Diesel oder Benziner CO2-neutral betreiben. Jetzt doch mal wieder zu Europa? Zur Politik. Ich habe Sie ja vorhin, bin da voreingestellt, habe das unterbrochen. Entschuldige dafür, aber manchmal ist einfach so. Ja, ich kann das verstehen. Geht mir auch so. Das ist jetzt vorbei oder was für Möglichkeiten gibt es noch, dass wir mit den E-Fuels, dass da wirklich vielleicht noch eine Chance besteht? Dass noch ein paar wach werden, die auf die Idee kommen, man könnte doch ein bisschen was machen in Richtung E-Fuels. Also formal ist es so, dass in Brüssel ist ja immer schwierig mit den Absprachen. Das muss jetzt von juristischen Dolmetschern überprüft werden, die Texte auf Genauigkeit und so. Ne? Das ist anders als in Deutschland, wo man mit einer Amtssprache klarkommt. Wir haben 23 Amtssprachen, das muss übersetzt werden. Dieser Prozess dauert ein bisschen, sodass jetzt im Umweltausschuss haben wir Anfang Dezember eine Abstimmung. Dann geht es im März kommenden Jahres voraussichtlich ins Plenum. Da wird dieser Beschluss dann bestätigt und dann haben wir faktisch das Verbrennerverbot. Es gibt in dem Gesetzestext eine sogenannte Überprüfungsklausel für das Jahr 2026. Also wo wir dann zwei Jahre später. Ja, das ist dann genau 2023, 3 Jahre später im Grunde, wenn es im nächsten Jahr gesetzt wird. Ja, okay. Und dann müssen wir sehen, wie hat sich auch die Elektromobilität weiterentwickelt. Waren wir da so erfolgreich wie prognostiziert? Weil eine Sache ist mir wichtig. Ich meine, Verbrennungsmotoren und die komplette Wirtschaft, die dahinter steht, in Deutschland, in Europa, das war das Rückgrat unserer Industrie. Wir waren auch immer vorne, auch bei Wettbewerbern. Jetzt ist es so, dass wir alles auf eine Karte setzen, nur elektrisch.
Und bei der Frage Elektromobilität ist China, das gehört zur Wahrheit dazu, einfach 2-3 Jahre weiter als wir. Plötzlich müssen wir aufholen. Und ob dann unsere Prognosen, dass im Jahr 2025 wir sehr erfolgreich sind mit unseren Produkten, hängt dann sehr davon ab, ob wir schnell aufholen und ob unsere Fahrzeuge konkurrenzfähig sind, vor allen Dingen auch preislich. Und wenn man überlegt, die Rohstoffe für Elektrofahrzeuge, da haben wir in Deutschland, Sack, ne? haben wir eigentlich relativ wenig. Ich habe in Köln auf dem Weg wenig gesehen. Ja, es gibt noch wenig neue Gruben, die ausgehoben werden. Da haben wir große Probleme. Und das muss man beachten. Von daher ist der Ansatz, den ich politisch habe, technologieoffen, nichts ausschließen und einen Wettbewerb zulassen der Möglichkeiten. Ja? Dass am Ende hier auch nicht so ein Havanna-Effekt später ist. Alle wollen ab 2034 noch einmal sich in den Verbrenner retten, um dann 20 Jahre den Verbrenner zu fahren. Das macht ja auch keinen Sinn. Dann ist der Rest der Welt, der dann unsere Oldtimer haben will. Ne? Ja, genau. Ja. Sind wir Oldtimer-Standort Deutschland. Genau. Aber Gieske, selbst wenn das passieren würde, dass die Leute dann noch mal 20 Jahre ihren Verbrenner fahren, lassen wir den doch bitte mit E-Fuels fahren. Bin ich sofort lassen dafür? Wir den doch CO2-neutral fahren. Ich meine, das ist ja Irrsinn, das nicht nach vorne zu bringen. Jetzt ohne gegen E-Mobilität. Da sind ja einige da draußen, die sagen, ach, ihr seid für die E-Fuels und gegen E-Mobilität. Das mussten wir immer wieder und ich glaube in dem Bericht noch 5-mal sagen. Nein, ich habe selbst ein E-Auto und das ist auch ganz cool für die Stadt. Aber der Hintergrund ist ja auch, die ganzen Fahrzeughersteller, Audi, BMW, Mercedes, VW, die haben ja alle die E-Fuels schon freigegeben für ihre Motoren. Die sagen ja schon, die Fahrzeuge können damit betrieben werden, die funktionieren. Ja. Weil wir sehen es ja an diesem Auto hier, ohne irgendwas umzurüsten, umzubauen, ja. Das Auto fährt damit. Funktioniert mega geil. Und dazu gleich noch, habe ich ja vorhin schon mal angeteasert, als wir vorher damit gefahren sind. Wir schauen das gleich. Detlef, du hast gleich noch Zeit. Ja, na klar, dann gucken wir schauen uns wir mit dem Detlef zusammen nochmal in den Brennraum rein. Ne? Und ja. Nochmal, ja. E-Fuels, ich kann es nicht mehr als wiederholen, wir haben auch eine komplett stehende Infrastruktur. Wir sprechen hier von normalen Kraftstoff, der über dem Tankwagen, über eine Raffinerie, über eine Tankstelle in den Tank des Fahrzeuges kommt. Die Herstellung ist immer ein Problem hier in Deutschland, weil es energieintensiv ist. Nur nochmal, ich kann da immer nur allen Leuten sagen, die immer gegen E-Fuels sind, ich habe hier in Köln-Kalk auch keine Ölplattform gesehen, denn das Rohöl oder das Öl bekommen wir auch aus dem Fernen Osten oder woanders von der Welt. Ja, und das ist nun mal eben so. Warum soll es mit E-Fuels nicht funktionieren? Genau, und da an diesen Stellen ist ja die Energie ohne Ende da. Ja. Das ist der Punkt. Ja, also bis auf die Überprüfungsklausel ist vielleicht noch der aktuelle Vorschlag der EU-Kommission zu Euro 7. Da gibt es ja wieder Grenzwerte für Verbrennungsmotoren. Und da wäre die Frage, ob man nochmal einen Versuch startet, auch in Brüssel, eine Anerkennung der E-Fuels. Ich bin bereit, da zu kämpfen, aber vielleicht müssen Sie mal mitkommen nach Brüssel und die Kolleginnen und Kollegen überzeugen, die beim letzten Mal nicht mitgestimmt haben. Wir brauchen auch mal ein bisschen sozusagen den Kontakt zur Basis, würde ich sagen. Die Expertise von unten aus der Werkstatt, ja, hier, wo später gearbeitet werden soll, vielleicht in 20 Jahren nicht nur mit Elektrofahrzeugen, sondern wenn E-Fuels sozusagen auch CO2-neutral das Fahrzeug betreiben, ist das eine echte Alternative und die muss man dann nach vorne bringen. Daher herzliche Einladung, mal ein bisschen Interessenvertretung in Brüssel zu machen. Ist also ja ich bin schon bereit, mich dahinzustellen und meine Meinung zu vertreten. Also unsere Meinung, also, die Meinung des ZDK und unserer Werkstätten. Also ständig Autodoktoren sich vor das Brüsseler Parlament. Ja, und ins Parlament. Ins Parlament. Und ich muss ganz kurz auch nochmal als Vizepräsident des Zentralverband des deutschen Kraftfahrzeuggewerbes, wir unterstützen zu 100% Herrn Giesecke, weil Herr Giesecke auch für eine Technologieoffenheit da ist und ich glaube, das ist wichtig. Wir sind ein Technologieland und wir müssen dafür arbeiten, dass es so bleibt. In Deutschland und in Europa. Super. Und war ja richtig rausgekommen. Aber bei all der ganzen Politik, die herrscht, hier an der Basis ist es das, was wir brauchen. Wir brauchen die E-Fuels, davon bin ich 100% überzeugt. Und ich sage nicht, dass wir immer weiter in 150 Jahren noch Verbrenner fahren müssen. Aber jetzt brauchen wir das, um die Schadstoffe eben zu minimieren. Wir sagen es nochmal ganz klar, der Rest kann ja auch gefahren werden. Wir können elektrisch fahren, wir können mit Wasserstoff fahren. Das ist alles das Dritte. Wir können es gar nicht oft genug sagen, bis sie das endlich kapieren. Ja. Also ich bin da sozusagen Kämpfer an der gleichen Front. Die E-Fuels sind heute natürlich noch nicht in dem Maße verfügbar, wie es notwendig ist. Das stimmt. Aber das geht ja gar nicht darum. Aber ohne politischen Rahmen macht das auch eben, keiner. Eben, man muss den Rahmen einfach setzen, sodass auch die Investition da getätigt wird. Diesen Anreiz sollten wir bringen. Und von daher, sich breiter aufzustellen, ist, glaube ich, gerade jetzt angesichts der Ukraine-Krise, wo wir sehen, Energiepreise gehen hoch, da ist die
Erfolgsgeschichte der Elektromobilität auch nicht so leicht erzählt. Als wir die Berechnungen gemacht haben zum Vorteil der Elektromobilität, sind wir vom Strompreis ausgegangen von 4 Cent. Heute haben wir teilweise 50 Cent. Das heißt, die Elektromobilität wird ja auch strukturell viel teurer, sodass die E-Fuels wieder wettbewerbsfähiger werden. Und wir haben die ganze Infrastruktur noch gar nicht aufgebaut. Aber gut. Ja. Aber die E-Fuels stecken genau in den gleichen Schuhen, wie damals dieser Biokraftstoff, der gemacht, beigemischt wurde. Ja. Habe ich nämlich gestern Abend noch einen Bericht darüber gesehen, dass die... Da gab es noch gar nicht so viel von dem Zeug. Und was haben wir jetzt? Es ist in jedem Kraftstoff mit drin, in ausreichender Menge. Ja. Ja. Und eben der Vorteil, dass wir die E-Fuels jetzt schon überall die ganze Zeit beimischen können. Vielen Dank. Vielleicht sehen wir uns im Rundspiel in Brüssel. Also wir machen das mit. Also wir kommen auch im Anzug. Ja, ne? Und wir stellen uns dahin. Das erwarte ich auch. Da habe ich jetzt schon ein bisschen Angst vor und kriege eine Gänsehaut. Aber vielen Dank. Machen wir. Auch Detlef. Detlef, kommst du mit? Ja, du schaust jetzt noch mit. Ich bin dabei, dann ziehe ich meinen Blaumann ab. Gut, vielleicht sehen wir uns dann in Brüssel. Vielen, vielen Dank nochmal. Wir drei schauen jetzt nochmal bei dem Golf, wie das da aussieht, mit der Verkoke und was wir da haben. Das ist jetzt auch nochmal super interessant. Und Mega. Gut, dann bis dann. Auf los geht's los. Wir haben jetzt so lange gewartet, bis sie alle in der Pause sind. Jetzt ist ruhig hier. So, der Gisik ist jetzt wieder auf dem Weg zurück nach Brüssel. War schon geil, oder? Hat mir sehr gut gefallen. Bin gespannt, wann wir hinterher fahren. Das wird kommen. Wir müssen. Das wird kommen, hat er vorhin schon nochmal gesagt. Ja. Also, wir freuen uns auf den Besuch im Europäischen Parlament. Wir werden sehen, wie das geht. Dass so, wir denen mal die Augen öffnen können. Und hier jetzt sind die Schrauben untereinander. Das sieht zwar nicht so aus, aber normalerweise hat er auch einen Latzanzug an. Ja, also tut mir bitte einen Gefallen. Wenn ich nächstes Mal hier hinkomme, dann sagt mir Bescheid. Wenn meine Frau also sieht, sonst. Dass ich hier im feinen Zwirn stehe, dann bekomme ich zu Hause Gedöne, wenn ich gleich mit dem dreckigen, guten Hemd nach Hause komme. Wir schrauben jetzt mit dem Bundesinnungsmeister. Mega geil. Komm. So, was wir gucken, wir haben das riesengroße Problem von Verkokungen, vor allen Dingen bei den TFSI-Motoren, also bei den Direkteinspritzermotoren, egal ob das ein TFSI, ein FSI, was das ist. Und wir wollen schauen, was macht denn das E-Fuel? Wir fahren da jetzt ja schon viele tausend Kilometer mit, das Auto hat jetzt ungefähr 50.000, also über 50.000 Kilometer gelaufen. Hier drüben haben wir noch einen Seat, da ist die gleiche Baureihe des Motors und der hat auch etwas über 50.000 Kilometer gelaufen. Und da wollen wir jetzt gleich mal vergleichen. Wie sieht das mit den Verkokungen hier aus? Wie sieht das mit den Verkokungen da aus? So. Der hat den Haubengriff sogar an der gleichen Stelle wie das Auto da. Ja, siehst du, sind sie sich doch schon ähnlich. Doch schon sehr, sehr ähnlich. Ja, also wenn man so reinschaut, sieht man fast keinen Unterschied. Wie gesagt, ist die gleiche Baureihe. Und auch von der Kilometerleistung her, kann man das jetzt vergleichen? Keine Ahnung, wir wissen gar nichts. Wir wollen auf jeden Fall jetzt mal die Einlassventile gucken. Am besten gucken wir uns die vom ersten Zylinder an. Schraubt ihr zweimal, oder? Ach, das ist ja, was du sonst immer mit mir machst, ne? Genau. Jetzt sagst du, im Detlef soll schrauben. Ja, genau. Der Detlef hat das gesehen. Ah, der kriegt wenigstens den Stecker ab. Ich hasse diese Stecker, ich kriege sie nämlich nie ab. Ich bringe dir mein Werkzeug mit von Herd und Bus, dann ist da super für. Ja, habe ich. Oh, hier ist schon mal eine Werbeaktion hier. Nee, aber den hat sonst keiner. Ja. Oh, Junge, wer hat dir die Fester reingeschraubt? Kanack gegangen? Oder? Ja. Das hat sich so angehört, ne? Das Ding so ein bisschen ganz seltsam. Man hat so angehört, als wenn jetzt mit dem Magnet gehen, bitte. Oh, nee, ist er. Ist kaputt hier? Nee. Hast du so Glück gehabt? Ja. Also so hier, würde ich schon mal sagen, sieht das schon alles sehr, sehr gut aus. Ne? Also untypisch schon. Ist ja jetzt viel Stadt, viel Land oder nicht gefahren? Wir sind die ganze Zeit gefahren. Sowohl Frankfurt damit gefahren, ja, wir sind überall rumgefahren. Ne? Ja, das ist ja auch meine Aussage. Stadt, Land, Autobahn, damit man einen Mix reinbekommt. Und guck mal, blende mal kurz ein Foto ein, wie wir das Ding immer tanken. Auch geil, ne? Das ist so ein bisschen hemdsärmlich, so mit der Tonne und sowas daneben und so mit der Pumpe. So ist es eben, wir kriegen das gerade mal. Du kriegst das ja nicht an der Tankstelle, ne? Nee, gibt es eben an Tankstellen nicht freigegeben. Noch nicht, noch also nicht. Wir sind da echt so ein bisschen Pioniergeist haben wir da, das zu machen. Endoskop, ja. Endoskop, zweiten Gang rein. So, dann schauen wir mal. Gucken, dass wir jetzt den vom ersten Zylinder die Einlassventile aufkriegen. Tankkasse drin? Ich weiß nicht, lass mich mal gucken, wo wir stehen. Wo wir stehen, wo dann ist so. Ja, warte mal, der hat die Handbremse, der Feststellbremse fest. Vielleicht haben wir ja Glück und wir haben den ersten Zylinder schon oben. Dr. Pasch, fang an. Genau. Das ist ja fast wie beim, als wenn einer eine Knieendoskopie macht. Warte mal, müssen wir mal ein Männchen warten. Wo hast du den Schlüssel? Den Schlüssel? Ja.
Der hat doch Keyless. Keyless in der Tasche. Keyless geht nicht, ne, oder? Ja, ja, in der Tasche. Hier. Steig so eben auf. Grazie. Ja, prego. So, dann drücken wir auf Record. Mit Film. Ja, ja, klar, können wir aufnehmen. Jetzt ist er auf Deutsch umgesprungen, jetzt kannst du das einschalten. Ja. So, okay, jetzt läuft er. Schauen müssen wir mal schieben? Oder kommst du so drauf? Was, bitte? Ja, musst du so schieben? Ja, warte, 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 ich gucke es mal. Ja, ja, guck mal. Ja, da sind so drin, das? Kerzengewinde. Kerzengewinde, genau. Ah, guck. Ah, ist zu. Das ist, was ist das? Das ist, nein, das ist zu. Das Auslass, was das Auslass aufsteht. Ja, beide Auslässe sind leicht offen. Ganz leicht. Was? Ja, nee, doch, nee, ist fast zu, fast, sind zu, ja. Überschneidungstücke. Also müssen wir ein bisschen schieben. Ein bisschen schieben, damit wir sehen, was los ist. Warte mal ganz kurz hier. Nimm es besser kurz raus, nicht, dass es klemmt. Ja, 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 warte mal, ich schau noch mal ganz kurz. Bin mir so unsicher. Ja, ja, da ist er. Da ist Zündkerze. Da war die Zündkerze. Ja, ja, das Entschuldigung, Einspritze, Entschuldigung. Ja, genau. Zündkerze, Zündkerze. Okay. Pass auf, Jürgen, gib mir mal im Schraubenzimmer, gucken, wo der Kolben hinläuft. Jetzt, wir gucken, jetzt schieben jetzt den Motor hin und her, Kolben geht rauf. Was hatten wir jetzt? Auslass hatten wir jetzt ein bisschen auf. Ne? Ja, minimal. Aber ich würde sogar sagen, dass er im Überschneidungstakt steht. Schieb bitte nach vorne wegen, ja, wegen dem blöden Zahnriemen. In die Küche fahren. Ja. So, okay, jetzt gehen wir runter. Ja, runter. Siehst du, der Kolben geht runter. Dann muss es jetzt aufgehen. Müsste es jetzt eigentlich auf sein, weil der saugt ja jetzt an. Wir sind im Ansaugtakt oder wir sind im Arbeitstakt. Aber wenn das Einlass auf, Auslass auf war, müssten wir jetzt eigentlich die Einlass auf haben. Nee. Nee, der Einlass ist geschlossen. Okay, dann sind wir jetzt im Arbeitstakt. Ja. Dann müssen wir mal nach vorne ziehen. Ja, kommt mal weiter. Warte. Oh, weiter. Jetzt kommt der Kolben wieder rauf. Ja. Dann sind wir jetzt im Ausstoßen. Und jetzt sind wir im Ansaugen. Ja. So, okay, gut. Müsste jetzt auf sein. Ja. So, dann müssten wir jetzt eigentlich im Auf sein. Aha, der macht das aber sehr sauber, ne? Das ist aber wirklich sehr sauber. Was hat er jetzt gelaufen? Über 50.000. Das ist aber untypisch. Aber da ist nichts dran. Nee, das ist aber sehr, sehr untypisch. Ja, warte mal, ist schon noch schon was Verkokung dran. Ja, das ist... Aber da ist ja... Also das ist doch nichts. Aber das, nee, das ist nicht viel. Ne? Nee, vor allem... So kennen wir die Motoren, nee, aber anders. Gerade die Direkteinspritzer. Ja. Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das sieht aber nach sehr, sehr wenig aus. Okay. Gut, ja, auch Ventilsitz und so, guck mal, traumhaft. Also man kann jetzt genau sehen, dass der Ventilsitz, da, guck mal, top. Also wirklich, du, lass mir das mal vergleichen mit dem anderen. Lass mal da mal rausnehmen und schauen uns das hier drüber an. Aber haben wir den vorhin einmal zu weit gezogen, dass der wieder zu war? Weiß ich auch nicht. Irgendwas haben wir gezogen. Mein Herr. Ja. Okay. Heftig verguckt war das jetzt nicht. Ich meine, da haben wir schon andere Dinger gesehen, die heftiger verguckt waren, ne, bei der Kilometerleistung. Wir strahlen die ja normalerweise, haben wir bei den Autos ja das riesengroße Problem, dass sie so extrem verkoken und dass dadurch eben eine Verwirbelung entsteht. Wenn die Luft reingeht, verwirbelt das dann, das ist wie so ein richtiger Pilz drum, habt ihr schon tausendmal gesehen. Und dann kriegt er so ein Teillastruckeln. Das ist durch die AGR-Rad, durch das AGR-Ventil. Der hat ja jetzt hier kein AGR-Ventil. Die machen das mit Ventilüberschneidungen, die Stickoxide senken. Und jetzt schauen wir mal, wie es hier ist. Wir machen die ja dann immer sauber mit Granulat. Wir blasen die sauber Nussschalengranulat. Nussschalengranulat. So, was habe ich hier in Gang? Aber jetzt steht ja auch Weihnachten wieder vor der Tür, Holger, wo wir wieder die ganzen Nüsse essen können, damit wir Granulat machen können. Mhm. Ne? Aber nur Walnuss. Ja. Ja. Da siehst du, schwarzer ist schon mehr. Ja. Ja, also Verbrennung, sag ich mal. Oh, gut, aber das ist jetzt nichts Besonderes. Dann lassen wir mal gucken, was hier das Ergebnis ist von dem hier. Richtig spannend. Ja. Ja, Kerzengewinde. Auf. Ja, guck mal hier, das sieht aber okay. Guck das an. Also war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und der hat jetzt die gleiche Laufleistung? Ja. Also, guck mal, cool. Allein schon vom Ventilsitz her. Guck mal, den Zapfen, der da sitzt. Ja, guck mal, ja, da runter. Alle, komm hier, guck mal. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, da bin ich jetzt wirklich überrascht. Ja, okay. Guck mal hier. Ja. Holger, ich habe hier noch was. Ja. Guck dir mal die zwei Kerzen an. Das ist die Kerze von dem, wo ihr E-Fuels fahren, ja. Und das ist die andere. Ja. An dem Rand hier. Mhm. Die schwarze Verkokung, ja, ja. Die hier.
schon als Krümel zu sehen. Ja, richtig intensiver. Richtig intensiver. Ja, guck mal, und hier hat es so definitiv, ja, ist da richtig ein größerer Kragen dran. Richtig. So, jetzt hat er 50.000 gelaufen. Jetzt muss man sehen, wenn der 120 gelaufen hat. Okay. Ja, aber Moment, der da hinten hat ja auch 50 gelaufen. Ja, genau. Genau, genau. Das entwickelt sich natürlich. So, jetzt ist das natürlich jetzt hier keine wissenschaftliche Untersuchung. Wieso nicht? Weil wir nicht wissen, wenn wir nicht wissen, wie viel ist der Wagen, wie ist der gefahren worden, ist der nur in der Stadt gefahren worden und. Einen Unterschied haben wir. Und ob es jetzt unbedingt an den E-Fuels liegt, die Wahrscheinlichkeit, es könnte schon sein, dass die E-Fuels eben dadurch, dass die ja synthetisch hergestellt werden und kreiert werden, und man aus dem Erdöl nicht so viel Schadstoffe, Schwefelanteile war das, rauskriegt. Also es ist alles, wir sind Erforschende, drücken es so aus. Wir gucken jetzt mal, also hier aber sehen wir einen Unterschied. Wenn ihr Bock habt und jemand so ein Auto hat, pass mal auf, genau den hier, mit der Leistung und mal Bock hat, hier in Köln vorbeizukommen, mit einer Kilometerleistung von 50.000 Kilometern. Wichtig ist Kubik und Kilowatt. Dann kommt doch, ruft hier an und macht einen Termin, kommt hier rein, wir drehen mal eben den ersten Zylinder raus und schauen uns das an, wie das da aussieht. Also Autos, die ganz normal mit ganz normalem Kraftstoff gefahren werden. Einfach, dass wir mal so einen Vergleich kriegen, die Fahrzeuge, die draußen rumfahren, gucken wir rein und sehen, haben Verkokung dran, haben keine dran. Dass wir nachher einen Vergleich haben, zu dem, was weiß ich, mit 20, 30 Fahrzeugen, die wir dann angeschaut haben. Okay, die haben alle Verkokung dran, die haben alle schon Rückstände dran. Unser Auto hat nichts dran. Und wir gucken natürlich bei dem weiter. Ne? Also so alle paar tausend Kilometer schauen wir da rein. Vielleicht wird das sogar weniger. Ja, also ich bin jetzt wirklich baff. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass da so ein extremer Unterschied ist. Und das sind erst ein paar tausend Kilometer. Nee, vor allen Dingen, wir reden 50.000 Kilometer, ist ja kein Autoleben. Ja, klar. Ja, also da bin ich aber an. Einige Hersteller, ich bin so sicher, so einige Hersteller oder so einige Motortypen, die waren schon mal 80.000. Ja. Und die Ketten auch mal ein bisschen länger. Ja, genau. Aber gut, wir gucken uns denn dann auch mal an, wenn wir dann 200 Kilometer am Stück nach Brüssel gefahren sind und zurück. Dann. Wenn wir da hinkommen, ja, genau. Ja, gut. Also der Aufruf gilt, bitte einen Termin machen, nicht einfach vorbeikommen, das kann ich ja nicht leisten. Ich muss auch da sein, weil ich muss machen, wir machen auch ein Video dazu. Also wenn ihr Bock habt, ruft an und dann machen wir das. Blende die Telefonnummer hier unten ein, hier dahin. Guckt doch bitte einfach nett. Ja. Gut, bei Detlef Bundesmeister ruft er den. Nein, besser nicht. Also wichtig ist, Autodoktor nicht ins Google eingeben, denn es gibt zwei Autodoktoren, nicht, dass ihr vor der falschen Werkstatt steht. Ist ja heute schon passiert. Das ist, wenn man sich auf Google verlässt. Ja, aber bei uns ist die Geschäftsstelle, deswegen. Ach so. Bei uns ist die Geschäftsstelle. Ja, mach gut. Vielen, ja, na klar. Vielen Dank. An. Vielen Dank. Und wir sehen uns, so spätestens sehen wir uns. Ja, in Brüssel. In Brüssel sehen wir uns auf jeden Fall. Super, Detlef. Alles klar, bis dann. Tschüss. Und wir haben noch, wie war das noch? Ihr könnt euch noch erinnern an dieses Fahrzeug, den Citroën-Motor, den PSA-Motor in verschiedenen, mit dem Zahnriemen in Öl. Wir haben jetzt einen Wagen gehabt, den haben wir mal, schaut euch das mal an. So, wir haben jetzt öfter schon das Problem gehabt bei den Berlingos, wo wir haben hier ganz viele von einem Kunden und wo wir den Zahnriemen machen. Und schaut euch das mal an, hier haben wir wieder einen. Der Wagen hat etwas über 70.000 Kilometer gelaufen. Der ist schon wieder komplett. Und der ist schon wieder total porös, der Zahnriemen. Das, obwohl die das richtige Öl benutzt haben. Scheinbar. Scheinbar. Ne? Scheinbar. Also, der letzte Ölwechsel ist dann wirklich gemacht worden mit einem 30er Öl, mit einem 0W30er Öl. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und mittlerweile haben die ja umgeölt auf 0W20. Gibt es aber leider noch nicht. So, und da sind wir jetzt am Eruieren, ob die vorher nicht da ein falsches Öl reingetan haben. Also ein falsches Öl, beziehungsweise ein Öl, was zwar eine Empfehlung hatte, aber halt nicht die Freigabe vom Hersteller. Das heißt, das Öl wurde produziert und die haben einfach gesagt, das könnte man für dieses Auto benutzen, hat aber vom Hersteller, also von Citroën selber, nicht die offizielle Freigabe bekommen, in diesem Motor eingebaut zu werden. Wir machen jetzt, die Firma hat ganz viele Fahrzeuge, davon sind einige Motoren auch schon kaputt gegangen. Und jetzt sind wir dem Ganzen auf der Spur, was da eigentlich passiert. Hier vorne haben wir einen Wagen, da haben wir auch schon den Zahnriemen gemacht. Das war einer von den ersten und ist dann als Reklamation zurückgekommen, weil die Motorkontrolllampe an war. Die Motorkontrolllampe war an, also Motor-Engine-Lamp war an, weil der Versteller, der Nockenwellenversteller nicht richtig gearbeitet hat. So, und da hat der, jetzt mal an, haben die Ölwanne aber rausgemacht, da macht der Josch jetzt gerade... Guck dir das mal an. Das ist ja der Hammer.
Guck dir das mal an. Guck dir das an. Wie faserig das ist, das sind alles Rückstände vom Zahnriemen. Alles, was sich da drüben so löst. Mega Deal bei Fabuka, das beste Diagnosegerät für Hobbyschrauber und alle interessierten Autofahrer, und zwar von Launch Europe. Und das Ding kostet im Fabuka-Shop 279 Euro. Das ist schon mega Schnapper. Aber jetzt gibt es im Weihnachtsbundle noch unsere Ratsche mit da drauf, unsere Umschaltknarre. Die ist auch im Wert von 30 Euro. Wir benutzen den Tester ja schon ewige Zeit in unserem Wohnmobil und helfen anderen Leuten, aber oft uns auch selber. Also ich finde den mega geil und ich denke, kauft ihn euch und kaufen. Ab unter den Weihnachtsbaum. Schnappen, ja. So, das Ding ist jetzt... Haben wir jetzt hier sauber. So, und habt ihr gerade gesehen, wie viel da drin war. So, wenn man das sich vorstellt. Das setzt sich hier unten rein und das ist das Ansaugsieb für die Ölpumpe. Also quasi hier sitzt unten drunter die Ölwanne und die saugt hier aus der Ölwanne entsprechend das an. Natürlich dann auch die Rückstände und die bleiben dann hier im Sieb hängen und dann kann natürlich die Ölpumpe nicht mehr genug Druck aufbauen. Ja, ja. Nicht. Und was geschieht dann? Der hat jetzt angezeigt, dass der Nockenwellenverstellnis arbeitet. Klar, weil er nicht genug Öldruck da ist. Genau. Aber was viel schlimmer ist, ist ja der Turbolader. Turbolader, die Lagerschalen. Ja, aber der Turbolader geht als erstes am Arsch. Turbolader geht als erstes am Arsch. Lagerschalen, wenn die alle nicht mehr genug Schmierung kriegen, da kannst du... Also klar ist, wenn man so ein Auto hat, also wenn irgendeiner von euch diesen Motor hat, Zahnriemenwechsel, macht den am besten bei 70.000, nicht bei 100.000 Kilometer, dann auf jeden Fall Ölwanne ab, gucken, wie viel da in dem Sieb drin ist. Weil man sieht, selbst mit richtigem Öl haben wir trotzdem... Wissen wir nicht genau. Keine falsche Information. Aber wir haben trotzdem einen porösen Zahnriemen. Wir haben einen porösen Zahnriemen, ja, aber wenn die vorher ein falsches Öl gefahren haben, es kann genau. auch sein, dass die innerhalb von Citroën oder bei diesem Motor, PSA-Motor, ein Thema haben. Das werden wir noch klären. Klar ist, macht bitte den Zahnriemenwechsel bei 70.000 oder 80.000 Kilometer, nicht erst bei 100.000 oder vielleicht noch überziehen, 110.000. Immer das richtige Öl und auf jeden Fall Ölwanne runter. Ölwanne muss dann neu, weil die ist so extrem eingeklebt, die Ölwanne. Die kriegt man eigentlich nur verbogen daraus. Da muss eine neue Ölwanne rein, haben wir jetzt gerade geguckt, die kostet 100 Euro. Und da einfach drauf achten. Ja, die haben schon ganz viele Autos, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, verloren. Irgendwie, ich weiß nicht, also Unmengen an Fahrzeugen verloren. Deswegen, komisch. Also entweder ist das ein Problem... Bei Citroën, und wir hatten das jetzt auch den. Was wolltest du sagen, Sebi? Die dritte oder vierte, die wir jetzt hier haben. Ja, wir haben noch zwei. Das ist die dritte und vierte, die anderen Fahrzeuge bringen die jetzt alle hintereinander. Aber die haben schon jede Menge kaputte Motoren, habe ich gestern erfahren, als ich mit dem Disponenten dort gesprochen habe. Ja, kein Wunder, ne, bei dem hier. Und wenn du den Riemen so siehst, würdest du es nicht denken, ne? Also es ist. Ja, das ist schon der Hammer. Und klar, das ist nur das Grobe, ne? Ja, ja. Das ist ja nur das Grobe. Das andere ist ja schon durchgegangen. Das ist ja schon im System drin. Das sind hier die Fasern an der Seite, ne, da. An der Seite und hier oben drauf. Ne, wenn das hier aufreißt. Das kannst du hier abziehen. Da siehst du, oh, da Gott, siehst du. Steinhart, der auch ist. Ja, guck mal, da kann man sehen, wie der Joscha das da abzieht an dieser Stelle. Oh, Gott, das ist ja Plastik hier, das ist ja fest. Ja. Oh, das ist ja nicht mehr flexibel. Dann kann ich auch noch da reinkippen. Ja. Okay, also nochmal als Tipp, wer so ein Auto hat, sorgt dafür, dass ihr frühzeitig den Zahnriemenwechsel macht, ne, und dann immer das richtige Öl und dann einfach gucken. Ich bin mal gespannt, was das ergibt. Vielleicht habt ihr auch Erfahrung, schreibt es einfach mal hier unten mit in die Kommentare rein, was es da für Erfahrungen gibt. Klar ist, da gibt es ein Problem und das Problem weiß ich jetzt nicht, ob das nur das Öl ist. Und es geht jetzt weiter mit Neuem aus der Werkstatt. So, das ist schon der Hammer, ne? Schon also, heftig. Dann gehen die ganzen Autos sind jetzt hintereinander zu uns gekommen. Ja. Wir haben die alle Zahnriemen gemacht. Wir haben die Ölwanne runtergemacht. Wir haben das noch zweimal erlebt, dass wir so viel da rauskratzen konnten. Also nochmal der Appell: richtige Öl nehmen und ganz, 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 ganz wichtig: macht einfach früher den Ölwechsel. Und am besten ist lieber ein mehr als ein zu wenig. Und am besten ist bei 70.000 Kilometer schon den Zahnriemen, weil das ist einfach zu heiß die Nummer. Ne? Ja. Und ihr habt ja vorhin gesehen, wir haben hier bei den Autos die Zündkerzen rausgemacht, wie schnell sowas geht und wie einfach das ist. Schaut euch das mal an. Es gibt auch andere Fahrzeuge. So, und hier haben wir einen wunderschönen Dacia Docker. Wie heißt das Ding? Docker? Docker Rocker? Kann man kaufen, ist ein recht preiswertes Auto. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt da.
Aber schau mal, ich weiter. So. Ja, ich habe jetzt eigentlich alles schon gesehen. Ja, okay, dann warte eben. Zündkerzen wechseln. Das sind vier Zylinder. 1, 2, 3, 4. Und wir kommen an die Zündspulen rein. Ganz einfach, indem man mit schön viel Arbeit die komplette Ansaugluke hier abbaut. Flo hat das jetzt schon die ganze Zeit vorgeschraubt. Schau das an. Da muss man die Ansaugbrücke abbauen, um Zündkerzen zu wechseln. Ja. Und der Kunde fragt, warum waren das so teuer? Genau. Kauft euch schön weiter Dacia. Kauft man so ein Auto, weil man nicht so viel Geld ausgeben will und dann zahlt man für die Inspektion eine Million Euro oder was? Willkommen in der schönen neuen Welt. Wahnsinn. Ja, kannst ein bisschen Pamphlet spielen. Leck mich, Marie, das ist doch unfassbar. Ja, okay. Ja, gut. Bis dann, tschüss. So ist es eben. Wir freuen uns darauf, dass wir jetzt eingeladen werden nach Brüssel. Genau, dass wir nach Brüssel fahren und wird bestimmt eine geile Zeit. Ja. Ich bin sehr gespannt. Wir werden auf jeden Fall berichten. Patrick, kommst du mit? Wir sind für euch alle da. Ja, Patrick hat gelegt. Super. Nee. Okay, dann euch eine gute Zeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren. Tschüss. Freust du aufs nächste Video? Ja, riesig. Und bist du zu Hause? Ja, danke. Ja? Da fragt man sich. Woran hat gelegen? Ja.